So. So. Muni. Dann hierhin. Dann hierhin. Dann hierhin. Und dann hierhin. Cool. Jetzt sind wir bei diesem schönen Hebel, der die Tür da unten öffnet. Okay. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier noch weiter? Oh mein Gott. Oh, solche Viecher. Sowas hasse ich ja auch. Diese blöden Flugdinger. Vielleicht sollte ich jetzt mal speichern. Na komm, komm wieder nach oben. Sie fokussiert ihn gar nicht an, ist ja zu weit weg. Na komm, komm her. Ich möchte jetzt aber auch nicht weiterspringen, ne? Während der hier noch so. Okay. So, dann pack mal deine Waffen weg. Und jetzt versuchen wir irgendwie da rüber zu springen. Das hat sogar funktioniert. Wow. Okay, und jetzt? Ich kann doch nicht von hier da vorne ran, oder? Ist das nicht zu weit weg? Ach, sie kann sogar da oben ran. Schade. Ja, komm, doofes Dingens, komm her. Ich möchte dich erledigen. Da unten ist er. Kommt er jetzt? Oder kommt er nicht? Wetten, jetzt kommt er gleich. Nein, nicht so weit zurück, Lara. Jetzt höre ich dich wieder. Ja, jetzt bist du auch direkt über mir. Und verletzt mich noch schön. Okay, also wir halten fest. Wir kommen da nicht von hier rüber. Deswegen gehen wir hier runter und gucken dann, wo wir hinkommen. Was passiert, wenn ich hier lang gehe? Dann kann ich da links rüber springen. Ich weiß zwar nicht mit welchem Ergebnis. Ach, mit dem Ergebnis, dass hier auch noch Muni liegt, natürlich. Und dann kann ich da noch weiter. Wow, das ist verwirrend. Wie soll man sich da bitte merken, woher man gekommen ist? Aber bringt das hier echt noch was Neues? Ist das nicht nur quasi eine Etage tiefer von unserem Weg gerade eben? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich gehe hier erstmal weiter lang. Vielleicht ist das eine doofe Idee. Okay. Ich glaube, ich lade die Stelle von gerade eben. Ach so, ja. Come back. Na komm. Jetzt ist er wieder ganz weit hinten. Und gleich taucht er wahrscheinlich wieder auf. Ja.
Okidoki. So, jetzt wieder den richtigen Winkel suchen. Das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Okay, dann gehen wir hier runter. Jetzt hat sie Energie verloren. Gerade eben glaube ich nicht. Dann gehe ich noch mal kurz hier rüber, um die Muni zu holen. Dann bitte wieder zurück. Und dann können wir weitermachen. Vielleicht möchte ich noch einmal speichern. Und ja, dann mal schauen, was es hier so gibt. Das war knapp. So. Oh. Oh. Das war so nicht geplant. Ja, man sieht halt so schlecht, ob man da weiter kann oder ob man lieber springen sollte, nicht wahr? So. Okay, hier kann man irgendwie nicht weiter. Ah, da geht's auf jeden Fall weiter. Okay. Einmal hier durch den ganzen Raum quasi. Das ist schon echt verzwickt, aber ganz cool. Ah, ist da. Nee, da ist eine Tür, ne? Da ist kein Hebel. Ja, schön. Jetzt sind wir bei einer Tür, die noch nicht offen ist. Heißt, das war gerade voll umsonst. Ja, dann kann ich natürlich hier links runterrutschen. Ja, das. Ich höre was. Sie visiert irgendwas an. Oh, wie sie ihre Zähne auch fletscht. Sie sieht ja richtig böse aus, wenn sie schießt. Das habe ich noch gar nicht bemerkt. Voll cool. So. Jetzt bin ich also wieder hier. Okay. Gut zu wissen, wie ich hier hinkomme. Dann gehen wir hier rein. Was ist hier? Geht's hier runter? Okay, hier ist Wasser. Aber hier im Wasser selbst scheint nichts zu sein. Okay. Dann ist die Frage, wo soll ich hin? Da kommt sie ja niemals hoch. Ja, eigentlich kommt sie hier nirgendwo hoch. Okay. Das heißt, da kommen wir wahrscheinlich gleich hin. Und das ist dann nur unser Ausgang, wenn wir ins Wasser gefallen sind. Ah ja. Ach so, sprich, ich hätte irgendwie springen müssen. Ich weiß nur nicht, wohin. Wo hätte ich denn bitte hinspringen sollen? Hä?
Ja, wenn, vielleicht kann ich nur hier ganz rechts hin und dann bin ich nicht im Wasser. Oder doch? Ja, aber wie soll ich das denn dann machen? Ich kann doch nur nach vorne springen. Oder nicht? Also ich würde sagen, ich muss irgendwie da nach rechts hin. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Also, gucken wir mal von hier. Wir müssen auf die Plattform. Ha. Ha ha Ich dachte, es kann nicht so schwer sein, aber vielleicht ja doch. Also, die Plattform ist da rechts von uns und da vorne sind nur irgendwelche Säulen. Ja, hä? Ja, hä? Kann ich nicht. Ich kann mich auch im Sprung irgendwie nicht drehen. Wie soll denn das bitte funktionieren? Ich glaube, das ist jetzt reine Glückssache, ob ich da hinkomme. Weil irgendwie. Bringt ja jetzt auch nichts, runter zu springen. Das wäre ja auch. Ja, hä? Ich verstehe das echt nicht. Ach, ich verstehe es vielleicht, wenn wir rückwärts runter. Ja, genau. Dann hält sie sich da fest. Haha. Okay, das war das Rätsels Lösung. Nochmal Muni. Und hier hoch. Was ist hier so? Da ist auch noch mal Wasser. Okay, aber wir können auch nach oben gehen. Dann gehe ich erst einmal nach oben, weil ja, von oben kommt man leichter runter als von unten nach oben. Okay, da muss ich jetzt wohl wirklich springen. Das war nicht weit genug und da ist noch ein Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Na komm. Nein, nicht zurück, Clara. Okay. Also im richtigen Moment abspringen. Das finde ich auch immer nicht ganz so leicht. Okay. Nee, das war zu früh. Verdammt. Aber ich denke mir immer, wenn ich dann noch später versuche abzuspringen, dann fällt sie auf jeden Fall gleich ins Wasser. Okay, noch ein Ticken später. Nein! Verdammt!
muss eine Millisekunde später abspringen. Naja, vielleicht eher 3 Millisekunden. Ach, verdammt. Wieso bin ich so voreilig? Es kann doch nicht so schwer sein. Ja! Ah, okay, da müssen wir den Schlüssel einsetzen. Ja, es wäre eigentlich doof gewesen, wenn wir es gleich beim ersten Mal geschafft hätten. Dann hätten wir diesen Schlüssel nicht bekommen. Ja, natürlich. Das war so klar. Und diesmal ein Pferd. Aha. Ja. Aua, au, bist du blöd? Ach du Scheiße. Nein, das wollte ich nicht. Ja, schieß gegen die Wand. Okay. Ach, krass. So, was haben wir hier? Hier haben wir das Ankh, das wir da auf der Sphinx einsetzen müssen. Sonst noch was. Muni. Muni ist immer gut. Okay, dann den ganzen Weg wohl wieder zurück. Und das heißt, dann muss ich jetzt noch mal um den ganzen Raum rumklettern, wenn ich das richtig sehe, um wieder auf die Sphinx da hinten zu kommen. Ich könnte mir jetzt auch coolere Sachen vorstellen. Aber nun gut. Muss man halt machen, ne? Ach so, hier sind wir auch schon wieder. Kommen jetzt noch neue Gegner oder so lustige Geschichten. Hier vorne lag ja noch Muni. Wahrscheinlich geht dann gleich diese Tür hier auf. Wobei da oben ja auch noch eine war. Schauen wir mal. Ja, ist ein bisschen nervig, weil man hier wirklich 3000 Mal hochklettern muss, um wieder an die Stellen zu kommen, die man jetzt öffnen kann oder benutzen kann oder wie auch immer. Aber so ist das wohl. Vielleicht sollte ich gleich auch noch mal speichern, damit wir hier nicht alles noch mal machen müssen. Richtig, genau deswegen. Genau deswegen. Ja, super. Jetzt muss ich erstmal runter ins Wasser, um wieder den Schlüssel zu holen. Ah, Lara.
schwimmen nicht zu weit. Hoffentlich kommen wir mit diesen kleinen Pferdchen oder Zentauren jetzt besser klar. Na, wobei es war jetzt ja nicht schlecht. Nein! Nein! Jetzt schaffen wir das aber. Ja. Vielleicht sollte ich jetzt auch mal die Shotgun nehmen. Zwar nur 18 Schuss und ich muss relativ nah ran, ne? Ja, okay, der ist schon echt heftig. Und Lara sagt ja auch ordentlich Aua. Ja, okay, die Shotgun ist so lahm und hat halt auch nicht so eine weite Reichweite. Von daher. Ja. Okay. Dann werde ich gleich auf jeden Fall vor der Kletterpartie noch einmal speichern. Und dann wohl auch die Folge beenden. Ach ja, ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn man so diesen ganzen Rückweg hat. Aua. Und jetzt. Aber wir sind ja jetzt gleich da. So, genau, hier sind wir schon. Hier vorne lag jetzt, glaube ich, auch immer noch die Muni, oder? Ja, genau. Die schnappen wir uns schon mal. Und wieso ändert sich jetzt die Perspektive so krass? Okay, und hier fangen wir dann wieder an zu klettern in der nächsten Folge. Also bis dann.